Wenn man halt die auf ein Podium holt, zum Beispiel, dann geht es um nichts anderes mehr außer die AfD und dass man halt die ganze Zeit dabei ist, die Thesen der AfD zu entkräften, anstatt dass man sich halt mal den Themen widmet, die in dieser Stadt halt einfach gerade relevant sind. In Berlin wird gewählt. Die wichtigsten Themen sind die Flüchtlingskrise und die Integration. Und die AfD wird höchstwahrscheinlich ins Abgeordnetenhaus ziehen. Was wollen Sie dagegen tun? Natürlich ist unser Ziel, dass die AfD so wenig Stimmen wie möglich bekommt und möglichst auch nicht ins Abgeordnetenhaus und in die Bezirksverordnetenversammlung einziehen kann. Da gibt es eben verschiedene Dinge, die wir dagegen tun. Zum einen versuchen wir natürlich immer vor allem erstmal ins Gespräch zu kommen, also mit den Leuten, die sich zum Beispiel für die AfD interessieren und darüber aufzuklären, was ist das überhaupt für eine Partei, was fordern die eigentlich, was steht eigentlich in deren Wahlprogramm, weil wir tatsächlich immer wieder feststellen, dass ja, die Leute gar nicht so genau wissen, was die AfD fordert. Andererseits muss ich aber sagen, gibt es auch Menschen, die quasi gar nicht mehr den Dialog suchen. Also die halt, an die wir kaum rankommen, die uns halt nur anpöbeln und uns höchstens noch sagen, dass sie die AfD wählen, aber das Gespräch nicht mehr suchen und auch nicht haben wollen. Das ist für uns natürlich wirklich problematisch, weil ich glaube, da kann man nur mit langfristigen Programmen und Lösungen irgendwie probieren, dass Grundverständnis von Demokratie und das Vertrauen auch wiederherzustellen. Und was sagt uns der bisherige Wahlerfolg der AfD denn über die politische Kultur in Deutschland? Sie selbst fordern ja auch, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll. Wieso begeistern sich die Deutschen für so eine Partei? Naja, zum einen ist die AfD ganz klar eine Protestpartei. Also, was sie halt gut schaffen, ist halt alle anderen Parteien als etabliert darzustellen, als ja, das System, was es schon gibt, das halt irgendwie nicht mehr für die Bürgerinnen und Bürger da sei und sich selbst als Alternative zu zeigen zu den Parteien. Und das muss uns tatsächlich zu denken geben, dass genau das verfängt, weil das ist natürlich, das stimmt so natürlich nicht. Es ist nicht ein Parteienbrei, sondern die Parteien vertreten ganz unterschiedliche Positionen. Natürlich hat auch die Große Koalition, die wir gerade im Bund, aber auch im Land über Jahre hatten, dazu beigetragen, dass die Unterschiede auch verschwimmen. Ich glaube, wir müssen Unterschiede wieder deutlich machen. Ich glaube, das wichtigste Mittel gegen die AfD und ihren Erfolg ist einfach gute soziale Politik. Ja, das ist ein Problem. Ich glaube, die Leute fühlen sich oft im Stich gelassen und genau da muss jetzt was passieren. Man muss jetzt halt eben wieder in soziale Sicherung beispielsweise investieren. Die Leute fühlen sich oft allein gelassen. Und da kann die AfD punkten, selbst wenn sie keine Antworten hat. Die Jusos als Vertretung der Sozialdemokraten, würden Sie also sagen, die SPD hat vieles falsch gemacht? Oder was hat die SPD falsch gemacht? Naja, wir Jusos, wir kritisieren halt durchaus zum Beispiel die Agenda 2010 und die Hartz-IV-Reform und gerade die Entgrenzung von Leih- und Zeitarbeit. Aber ich glaube, die SPD hat auch jetzt in den letzten Jahren auch viel richtig gemacht. Also beispielsweise den Mindestlohn einzuführen. Davon muss es aber mehr geben. Also es wird ja jetzt seit über einem Jahr über einen Solidarpakt beispielsweise diskutiert, der eben auch auf Bundesebene von unserem Parteivorsitzenden ins Gespräch gebracht wurde, der halt auch sagt, klar, wir müssen jetzt wieder die Leute mehr unterstützen. Die Löhne sind zu lange auch nicht gestiegen in Deutschland. Viele kratzen am Existenzminimum. Ich glaube, es gibt viel zu tun. Und dafür brauchen wir aber eben auch politische Mehrheiten. Und hier in Berlin sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, diese politischen Mehrheiten jetzt am 18. September dafür zu bekommen. Was meinen Sie, wie viele Wähler hat die SPD an die AfD verloren? Ja, da ist schon ein Teil dabei natürlich. Leute, die ja nicht zufrieden sind. Es gibt natürlich auch diesen Komplex, dass die AfD sich halt in der Debatte um, soll man Geflüchtete aufnehmen oder nicht, anders positioniert als wir. Da sind eben auch nicht alle einer Meinung. Aber ich halte das für sehr gefährlich, tatsächlich genau auf diesem Gebiet zu diskutieren, weil ich denke eben, Asyl ist Menschenrecht, ist ein Grundrecht. Und natürlich steht die SPD dafür ein. Und es ist unsere Aufgabe, den Leuten aber auch zu sagen, es ist kein Gegeneinander, sondern wir müssen eben für alle Menschen, die hier leben, einfach ein gutes Leben ermöglichen. Und das heißt, da haben wir leider noch nicht alle Leute erreichen können und manche sind da jetzt eben auch abgewandert, aber ich bin zuversichtlich, dass wir die auch zurückgewinnen können und zeigen können, ja, wir schaffen das, wir können die Menschen ja aufnehmen und versorgen und vor allem lassen wir die anderen auch nicht im Stich und wir behalten die im Blick.
Ist das aber nicht zu kurz gefasst? Sollte man sich der Diskussion mit der AfD nicht stellen oder hat man Sorge, vertraut man den eigenen Argumenten nicht? Doch, absolut. Also natürlich vertraue ich meinen Argumenten und ich weiß auch, weil ich mit auch einem AfD-Vertreter schon mal diskutiert habe, tatsächlich, also von der AfD, nicht der Jungen Alternativen, dass der einfach schlecht war. Der war schlecht vorbereitet, der kannte sich nicht aus, seine Thesen waren völlig krude. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, wenn man halt die auf ein Podium holt, zum Beispiel, dann geht es um nichts anderes mehr außer die AfD. Und dass man halt die ganze Zeit dabei ist, die Thesen der AfD zu entkräften, anstatt dass man sich halt mal den Themen widmet, die in dieser Stadt halt einfach gerade relevant sind. Wie beispielsweise Mieten- und Baupolitik, Schulpolitik und Verkehrspolitik und so weiter. Ich möchte halt auch darüber sprechen und nur und nicht immer nur über diese rechtspopulistische Partei. Was bedeutet denn die Berlin-Wahl für die Bundestagswahl im nächsten Jahr? Naja, also klar, eine Wahl, die ein Jahr vor der Bundestagswahl stattfindet, wird immer schon als Signal gewertet für den Bund. Und was natürlich auch spannend ist, ist, wir haben gerade eine große Koalition hier in Berlin. Die hat derzeit keine Mehrheit mehr. Es steuert eher auf Rot-Grün oder sogar Rot-Rot-Grün zu. Und ich glaube, wenn ein Bundesland wie Berlin Rot-Rot-Grün zum Beispiel ja hat und auch unter SPD-Führung, dann könnte das natürlich auch eine Signalwirkung für den Bund sein. Ich finde es auch eine Signalwirkung tatsächlich, wenn die CDU gerade unter 20% rutscht, also auch gerade in der Hauptstadt, wo sie ja auch gerade eine Regierungsbeteiligung haben und würde das auch als Denkzettel verstehen für die Politik, die die CDU zum Teil macht. Also Frank Henkel beispielsweise ist ja ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht, gerade auszuteilen, auch eben Burka-Verbot und Geflüchteten alles Mögliche verbieten und halt eher den Parolen der AfD hinterherzurennen, dass genau das nicht zieht. Das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern schon gesehen, wo die CDU genau das auch gemacht hat und eine totale Klatsche gekriegt hat. Und ja, jetzt in Berlin sieht es ja auch ganz danach aus. Und ich denke, dass das vielleicht auch ein Warnschuss sein sollte für den Herrn Seehofer, den Vorsitzenden der CSU, der der AfD in seinen Forderungen ja gerade in nichts nachsteht. Vielen Dank.